Sie tüfteln, sie konstruieren, sie forschen. Ich bin der Steffen von Move36 und habe mich für euch am Samstag auf dem zweiten Forschungs- und Roboterwettbewerb der First Lego League an der Hochschule Fulda umgesehen. Mein Wohnzimmer sieht schon aus wie ein kleines Lego-Museum, aber was die 115 Schüler und Schülerinnen zwischen 9 und 16 Jahren da zusammenstecken und wie elektronische Bauteile programmieren, das übersteigt alles, was ich bis jetzt über Lego wusste, bei Weitem. Das findet aber auch einer, der sich mit dem Bauen auskennt. Stadtbaurat Daniel Schreiner ist ebenso wie ich begeistert vom Talent der Schüler. Dieses Jahr sind Tiere dran. Es ist unfassbar faszinierend, was hier abgeht. Die Kinder unterschiedlichen Alters aus den Schulen treten gegeneinander an in den Mannschaften und ich bin froh, dass ich als Gast hier dabei sein kann. Es ist unfassbar. Hier sieht man, es wird gebastelt bis um 5:30 heute. Ganz toll. Aber was ist denn nun die First Lego League? Das kann uns am besten der Organisator und wissenschaftlicher Leiter von MINT Mach Club der Hochschule Fulda, Sascha Skorupka, erklären. First Lego League ist ein Lego-Wettbewerb mit Lego Mindstorm-Roboter, wo weltweit, ich meine, deutlich über 20.000 Teams antreten und darum kämpfen, Weltmeister zu werden letztendlich. Hier ist die Regionalausscheidung, dann kommt das Semifinale und dann schließlich das Halbfinale. Und das Team, was heute hier gewinnt, qualifiziert sich für das Semifinale. Ein echt interessanter Wettbewerb. Ich für meinen Teil werde das Ganze weiter verfolgen. Wenn auch ihr immer auf den neuesten Stand in Bezug auf Fulda und Move36 bleiben wollt, dann schaut doch gerne auf unserer Homepage move36.de vorbei.